Heute führen wir das vierte Schleppertreffen in Fischbach durch. Und Sie sehen ja selbst, sind viele Schlepperfreunde gekommen. Und wir wollen das zu einem erlebnisreichen Tag machen heute. Besonderheiten sind in erster Linie die Oldtimer, die 50 Jahre und noch älter sind. Und dann schon neuzeitliche Traktoren, die heute noch in der Landwirtschaft gebraucht werden. Der Traktor hat für die Rhön eine große Bedeutung. Für die Landwirtschaft, das weiß ja jeder. Auch privat werden noch viele Traktoren genutzt für die Kleintierzucht und so weiter und so fort. Aber in der Rhön ist die Arbeit extrem schwer und mit Pferden und Kühen, das ist schon lange abgeschafft. Sie inspizieren so die Traktoren. Warum machen Sie das? Weil das für mich eine riesengroße, schöne Sache ist, diese alten Motoren aufzuleben lassen, auch sehr schön restauriert sind. Also das ist wirklich was ganz Feines. Was ist denn da so fein dran? Ja, wenn man sieht, dass die ja sehr viele Jahre schon auf dem Buckel haben und trotzdem jetzt in solcher Pracht dargestellt werden können, und das ist immer wieder ein Erlebnis, finde ich. Mensch, ist das dein Traktor? Der sieht aber cool aus. Nein, das gehört also von meiner Mama, der Bruder davon. Wie findest du denn den Traktor? Gut. Was ist denn so gut dran? Also, das ist noch alt von meinem Opa. Finde ich halt gut eben. Hockst du cool hier auf dem Schlepper? Ist das deiner? Nee, nicht mein. Doch, der Schlepper von meinem Freund her. Ich bin immer nur der Mitfahrer, der Beifahrer. Willst du auch gerne mal fahren? Er lässt mich ab und zu mal fahren, aber das ist so sein Heilig, das fährt er lieber selber. Ich fahre mit meinem Opa nämlich fast jeden Tag Schlepper und sonst fährt mit mir niemand Schlepper. Sind Sie Schlepper cool? Ja. Was ist denn da cool dran? Weil man hüpft da so hoch, wenn da so richtige Huggel kommen, und das ist auch für mich schön. Willst du denn später auch mal einen Schlepper kaufen? Ja, möchte ich mir, weil dann kann ich selber über Huggel fahren. Hallo, grüß dich. Was gibt's denn heute zu essen? Ist das ein Schleppermahl? Ein Schleppermahl mit kräftig Gulasch, mit Nudeln. Alles frisch gekocht hier unten vor Ort. Und ja, es ist ganz gut angenommen worden heute hier. Gehört denn so eine, kann man denn eine Gulaschkanone auch an Schlepper anschließen? Ja, die steht hier an meinem Unimog. Mein Unimog ist nicht nur da für die zum Anschauen, sondern zum Arbeiten. Und da war die heute mit dran und haben wir hier hochgezogen. Und der kommt halt nicht zur Ausstellung, sondern der muss was arbeiten. Für die Zukunft wünsche ich allen Mitgliedern viel Gesundheit und dass der Club immer vorne dran steht von den ganzen Vereinen und dass wir jedes Jahr wieder so ein Treffen durchführen können.